In diesem Video geht es um Gardasee-Dom und Co. und darum, wann man anfängt, diese Orchideen zu gießen. Und zwar wollte ich hier zeigen, wie weit meine Pflanzen sind und dass ich jetzt seit einer Woche angefangen habe, die zu gießen. Und die sehen jetzt so aus, die Austriebe, die entwickeln sich prächtig, vor allem die warmen Tage, die letzten warmen Tage, da haben den richtig Power gebracht, die haben richtig zugelegt. Und das wollte ich in diesem Video zeigen, den Fortschritt. Und damit man eine Vorstellung bekommt, ab wann man anfängt, die Gardasee-Dom zu gießen. Nicht zu früh, sondern wenn die neuen Triebe fast so groß sind wie jetzt. Also ich habe, wie gesagt, vor einer Woche angefangen zu gießen und jetzt sind die so groß, haben schon die Blätter ausgebildet und oder fast, wenn das anfängt, dann, also nicht ausgebildet, sondern wenn die anfangen, sich zu entfalten, dann fängt man an, langsam zu gießen. Richtig kräftig dieses Jahr, vor allem hier das Pileatum bekommt schon einen Blütentrieb. Wenn man sieht, wie dick die letzte Bulbe ist, hier rechts, das ist die letzte Bulbe vom letzten Jahr. Ich denke mal, dieses Jahr wird er auch eine riesige Bulbe produzieren. Mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die Blüten. Das finde ich ja ganz toll an dem Pileatum, dass der vorher schon blüht, bevor die Bulbe ausgereift ist und nicht erst im Herbst. So wie die meisten anderen. Die blühen ja erst, wenn die Bulbe ausgereift ist und die Blätter fast ja alle vergangen sind. Hier unten noch die Fred Clarkiara, also Fred. Das sind ja die Zwillinge, die sitzen im Tontopf, gefällt denen auch. Richtig schöne große Blätter, obwohl da zwei Pflanzen in einem Topf sitzen, das stört ihn nicht. Ich habe sie dieses Jahr umgetopft. Und ja, mal sehen, wie die sich da so entwickeln. Weil man muss ja ein bisschen platzsparende arbeiten und gärtnern und ja, scheinbar gefällt es denen. Hier ist ein kleiner Nachtzügler, es ist ein Hybrid zwischen zwei Gardasee-Doms und der kommt etwas später, aber der kommt, der wird noch nicht gegossen, das ist ein Stadium, wo die Orchidee noch kein Wasser bekommt. Aber wenn der Trieb bis hier gewachsen ist und anfängt, seine Blätter zu entfalten, dann wird gegossen. Und langsam angießen, nicht sofort ertränken, sondern immer mal jeden Tag so ein bisschen. Das bekommt den Wurzeln besser, wie ich festgestellt habe, als wenn man die plötzlich alle ertränkt oder richtig stark gießt. Dann kann es sein, dass die Wurzelspitzen noch nicht so bereit sind für die Wasseraufnahme und dass die dann absterben. Hier sieht man zum Beispiel, dass ich ein bisschen früh angefangen habe zu gießen. Das passiert mir auch. Und hier diese oberen Würzelchen, die haben ein bisschen Wasser abgekriegt, waren noch nicht bereit und sind ja, kaputt gegangen. Der Rest, der war halt schon lang und im Substrat und der Rest der Wurzeln wächst prächtig weiter. Deswegen gesagt, langsam ans Wasser gewöhnen, nicht zu früh gießen und dann entwickeln sich solche prächtigen Pflanzen. Ich finde diese Orchideenarten richtig toll. Und ja, die werden immer mehr in meiner Kultur, aber die nehmen natürlich auch viel Platz weg.
trotzdem machen sie viel Spaß. Und im Winter hat man keine Arbeit damit. Es ist auch nicht schlecht, man kann sich auch auf andere Pflanzen konzentrieren. Ja, das ist jetzt der Stand. Auf jeden Fall werden hier diese Orchideen schon gegossen und gedüngt. Ja, und mal sehen, was dieses Jahr bringt in Sachen Blüten und dicke Bulben. Es wird auf jeden Fall weitere Videos davon geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.